etwas, hier nur ganz kurz etwas über das Attentat in München am 22.07. Es existiert ein Video, das heißt, Terroranschläge sind astrologisch genau auf den Tag vorhersehbar durch Sonne auf Pluto, auf Polus. Ich habe dort viele Beispiele drin und es lohnt sich für den einen oder anderen Interessierten, sich das anzuschauen. Hier ist der 22.07. Sonne Polus. Sonne auf Polus, das ist der Transit. Und das da oben ist das Horoskop von Deutschland. Nun ist es aber noch viel schlimmer. Der Polus progressiv, der sich ganz langsam bewegt, steht hier unten. Das ist der Polus hier, der da ganz unten ist, bei der Venus, bei der Lilith und bei Saturn und Mars. Er steht also exakt auf Mars, Saturn in der Halbsumme. Und er steht natürlich auch auf Saturn und auf Mars. Und zu dieser Zeit steht nun Saturn im Transit drauf. Exakt auf Polus. Und der Pluto steht auf dieser Konstellation Brutalität auf Mars. Das ist Brutalität. Pluto holt, bereinigt sozusagen, fiebert aus, schießt, streitet, macht Krieg. Und das progressive MC. Man kann davon ausgehen, dass dieses Horoskop da oben der BRD, der neuen BRD mit der DDR, also vom 3. Oktober 1990 stimmt, dann stimmt doch das progressive MC steht exakt auf Mars Saturn wiederum die schlimmste Achse, die es gibt. Also der Saturn auf Polus. Und Mars und Saturn und Venus, es gelingt sogar. Wir hatten 3 Tage vorher eine Konstellation, eine Situation, dass ein junger Bursche mit einer Axt auf Menschen losging. Es gab aber keine Tote, glaube ich, was natürlich kein großer Trost ist. Aber ich habe in jenen Videos erklärt, dass es natürlich kontraproduktiv wäre, wenn damals schon Attentate in Deutschland vorgefallen wären, wo die Kulturbereicherer, also die verschiedenen Arten von Flüchtlingen und Wirtschaftsemigranten noch in Strömen noch hereinströmten, dass dann Attentate verübt würden. Das hätte keinen großen Sinn gemacht, weil dann die Grenzen sofort hätten geschlossen werden müssen, endlich. Und jetzt, wo die Grenzen tatsächlich mehr oder weniger dicht sind, beginnt es also. Wenn man das da unten anschaut, auch wenn man davon ausgeht, dass Saturn und Pluto hier sich wegbewegen, was allerdings nicht so schnell geschieht. Ich zeige Ihnen hier Wochenschritte. Sie sehen, der bleibt sogar, weil der Saturn, in der Umkehr war, bleibt er sogar hier im August auf dem Mars stehen und somit auf dieser ganzen Population hier Mars, Polus, Saturn. Man könnte also davon ausgehen, dass mindestens, wenn Saturn wieder hier ist, neue Attentate geschehen. Ich glaube aber sogar vorher, weil ich glaube sogar, dass wenn die Sonne den Polus hier wieder berührt,
wie dies heute der Fall ist. Also im Orbis, das ist taggenau, die wird noch genau den Polus noch überschreiten. Wie bei all den Horoskopen, Charlie Hebdo, Brüssel und die Riesengeschichte in Paris, wo das immer der Fall war, sogar sehr exakt, also exakter als hier, weil die immerhin nicht so schlimme Progression hatten wie Deutschland hier. Wir sind wie im deutschen Horoskop hier der Fall ist. Also Polus auf Lilith, das ist sehr negativ, denn die Lilith bringt meistens negative Überraschungen, aber Polus ist die Wende zur Katastrophe. Das habe ich dort in jenen Videos, die es sich schon lohnen würde, einmal anzuschauen, gesagt. Und wenn hier Saturn und Pluto, zwei derart Langsamläufer, auf Saturn und Mars stehen, und auf Polus und auf Mars Saturn, also dann braucht man wohl nicht mehr viel dazu zu sagen. Die Sonne, die deutsche progressive Sonne, muss noch über Mars Saturn, also diese progressive Sonne, die rote hier, muss noch über Radix Mars Saturn und das MC, also der Meridian, der wichtigste Punkt, die Darstellung, der Inhalt, das Handeln muss auch über Mars Saturn. Also, damit ist eigentlich alles gesagt. Schauen Sie mal jene Videos an. Auch über die Invasion, die hier gekommen ist, was natürlich nicht wieder falsch verstanden werden sollte. Es sind nicht alle, sondern einige hundert oder einige tausend sogar in der Unterwelt verschwunden. Also die sind einfach nicht mehr da oder sie sind da und man hat sie nicht erkannt, wer sie wirklich sind. Zum Teil. Andere sind durchaus echt. Es gibt da alte Leute und so weiter. Ich möchte mich darüber nicht äußern. Das ist eine Katastrophe, was hier sich zeigt. Hier unten diese ganze Population. Mars muss über den Saturn und selbst wenn er rückläufig ist oder wird, lindert das nichts, weil hier oben Saturn und Pluto hin und her fluktuieren in der nächsten Zeit. Also, Sie sehen, ich klicke hier Monate vorwärts und hier verändert sich überhaupt nichts. Nur der Saturn und Pluto ist weg. Aber die Sonne, die geht ja rundum und kommt immer wieder. Und vor allem diese progressive Sonne ist jetzt schon auf Mars Saturn, was diesen Mars Saturn dann auslöst. Die progressive Sonne auf diesem Mars Saturn im November, Dezember löst dann diesen Mars Saturn auf Polus. Gut. Schauen Sie mal in die anderen Videos hinein. Es geht mir wirklich nicht um Klicks, sondern es geht mir darum, dass Sie sehen, wie genau der Kosmos arbeitet. Ja, alles Gute trotzdem und einen besinnlichen Abend oder sowas.